Die Schlussphase des Spitzenspiels der Playoff-Serie zwischen der KTSV Olpen und dem Verfolger HC Kreinem hat es in sich. Es ist ein wahres Wechselbad der Gefühle, welches die Zuschauer am Stockberger Weg erleben. Alleine in den letzten 70 Sekunden des Spiels fallen noch einmal 4 Tore. Zunächst erzielt hier Sascha Locht das 29:28, aber beinahe im direkten Gegenzug gelingt Kreinem der 29:29 Ausgleich. Olpen darf aber noch einmal angreifen und nutzt die Chance durch Adrian Lamberts, der zum 30:29 trifft. Das Spiel ist gelaufen, denken sich da wohl die Olpener, die aber keine 10 Sekunden später erneut den Ausgleich hinnehmen müssen. 30:30. Dann zwar noch einmal die Möglichkeit, durch Kapitän Fabrice Hinz den so wichtigen Sieg für die Olpener zu sichern, doch sein Freiwurf nach 60 Minuten bleibt in der Mauer von Kreinem hängen. Entsprechend enttäuscht sind die Olpener über den Ausgang des Spiels, die sich hier einiges mehr vorgenommen hatten. Wir haben heute nicht konstant zu unserer Leistung gefunden. Wir hatten teilweise starke Phasen, haben dann aber auch viel zu schnell aus starken Phasen wieder Vorsprünge abgegeben, haben Kreinem auch immer wieder stark gemacht. Und wenn man dann natürlich die letzten zwei Spielminuten sieht, ist es sicherlich eher ein verlorener Punkt. Aber wir gehen jedes Mal wieder in Führung, werfen hier 18 Sekunden vor Schluss das vermeintliche Siegtor und kassieren dann noch im direkten Gegenzug den 30:30 Ausgleichstreffer. Also dementsprechend fühlt es sich an wie eine Niederlage, jetzt so kurz nach Spielende. Das Spiel verläuft zunächst gar nicht so, wie es sich die Olpener vorgestellt haben. Zwar gehen sie nach einem Doppelschlag des Rückraumspielers Adrian Lamberts nach gut 14 Minuten mit 9:7 in Führung, sie schaffen es aber nicht, die notwendige Sicherheit und Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Wenige Wochen nach dem 45:35 Heimerfolg gegen diese Mannschaft aus Kreinem zeigen sich die Gäste diesmal in einer ganz anderen Form. Kreinem nutzt einige Schwächen im Olpener Abschluss zu schnellen Gegentreffern und geht nach gut 20 Minuten mit 11:14 ein erstes Mal deutlich in Führung. Aber es kommt noch schlimmer für die KTSV, als Kreinem in Unterzahl sogar das 13:17 gelingt. Bis zur Halbzeitpause schafft es die 7 von Trainer Philipp Reinertz, aber noch einmal den Abstand auf 15:17 zu verkürzen. Nach dem Seitenwechsel dann die stärkste Phase der Olpener, die nun endlich wieder zur gewohnten Stärke zurückfinden und mit einer starken Kollektivleistung das Spiel erneut drehen können. Ein starker Kreisläufer Sid Hachtel bringt Olpen nach 43 Spielminuten erneut in Führung. Mitte des zweiten Durchgangs denken die Zuschauer dann nach dem Treffer von Felix Miesen, dass die Sache im Kasten ist. Aber der Ausgang ist ja bekanntlich anders. Nach dem Unentschieden bleibt die KTSV weiter auf dem ersten Platz der Aufstiegsrunde vor Kreinem, wobei KTSV-Coach Philipp Reinertz Vorteile auf beiden Seiten sieht. Der Vorteil des Unentschiedens, welches reichen würde, bleibt auf unserer Seite. Ich denke, man hat gesehen, es sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Das Spiel vom Februar, als wir Kreinem hier mit 10 Toren besiegt haben, war ein Ausrutscher. Ich denke, da ist auch wirklich, bei uns hat wirklich alles geklappt. Und bei Kreinem, die sind dann, haben sich wirklich aufgegeben, sind ein bisschen zerfallen als Mannschaft. Aber heute hat man gesehen, wie das wahre Kreinem spielt. Und ich denke, wir werden in Kreinem ein Spiel auf Augenhöhe erleben. Vielleicht mit dem ganz kleinen Vorteil für uns, dass wir mit Unentschieden vor ihnen bleiben könnten, vorausgesetzt wir gewinnen bis dahin. Bei ihnen sicherlich der größere Vorteil, wenn man zu Hause spielt. In der Regel ist das schon ein weitaus größerer Vorteil. Die Playoff-Runde verspricht also spannend zu werden.